Na und? Ich war doch da stehen geblieben. Es ist nicht so schlimm, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn es das wert war, wegen schlechten Not. Oh! Au, 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 au! Wunder, das Fahren beibringen. Wie ging das noch einmal mit dem scheißblöden Ding hier? Bonner? Verzeihen, herbeirufen, freundlich. Das war irgendwo gestanden, ich weiß es. Aber wo? Spezial. Grüner Daumen, athletisch? Nee. Sind mit Fähigkeiten lustig? Gemein. Über Schlampigkeit von Bonner beschweren? Beleidigen, streiten, verängstigen? Nein. Bonner das Fahren beibringen. Keine Interaktion verfügbar. Keine Interaktion verfügbar. Verdammte Scheiße, ey. Der ist auf der Arbeit. Der ist auf der Arbeit. Der ist im Pool. Der ersoffen da drin, oder was? Probieren wir es doch mal an ihm aus. Freundlich, gemein. Spezial. Unterrichten, bitten zu posen, Gruppe gründen. Bonner? Wo rennt er denn jetzt schon wieder hin? Ach, der muss zur Arbeit. Ins Mausoleum. Schwimmen will ich eigentlich nicht. Ich bin mit dem Arschloch hier. Es ist ja schon fürchterlich, ne? Hallo. Romantisch, lustig, 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 tralalala. Spezialunterrichten, singen, Fähigkeit in Fähigkeit unterrichten. Romantisch, lustig, gemein. Nee, ich will nicht die Lampe haben. Der prüft mal wieder einen Ofen. Gemein. Über Schlampigkeit von A beschweren. Arschfalte. A. Arschfalte. Ich muss mich immer bei ihm beschweren, weil so geht das ja nicht weiter. Meine Fresse, was bist du nur für ein eingebildetes Arschloch? Achezipfel. Apropos Achezipfel. Achezipfel, warte mal ganz kurz, Achezipfel. Achezipfel, bleib mal da. Geh mal hier hin. Die Fahrgemeinschaft für Weiße Erwin fährt in etwa einer Stunde. Scheiße, Mann. Du wartest jetzt mal hier, weil ich brauch noch was. Wir brauchen einen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der hässlichste im ganzen Land? Ich? Ich, mein Name ist Bonner. Nee, Quatsch, Aschfalde. Aussehen ändern, Aufbrezeln. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aufbrezeln und Aussehen ändern? Gucken wir mal Aufbrezeln. Ach, schau, ich halt wieder scheiße aus. Okay, das ist also Aufbrezeln. Aussehen ändern. Ja, drück dir die Pickel aus. Besonders den auf den Hals. Da brauchst du ein bisschen mehr Kraft. Ich würde einen 40 Donner empfehlen. Lass uns mal kurz drüber fahren. Mit dem Vorderreifen. Dann ist der Pickel ausgedrückt.
So. Harry, wir lassen uns jetzt einen Bart stellen. Einen Schn, ja, so ein Bart halt eben, ne? So ein Bart halt. Oder soll ich lieber so ein Bart nehmen? Nicht maulen und meckern. Du Kackstelze. In Schwarz. Wie sieht denn das in Schwarz? Oder in Goldbraun? Ihhh. Der Farbe vielleicht? Oder vielleicht in der Farbe? Das sieht ja genauso beschissen aus, ey. In der Farbe? Wie war's denn mit der Farbe? Oh, edel. Kann es sein? Ich bin ein alter Mann geworden. Mit grauem Haar und schwarzem Bart. Ist das nicht derb? Hallo? Moment, Moment einmal, gell? Wie wär's denn mit Rosa? Oder mehr im Rot? Mehr in Schwarz? Mehr in Grau? Na, du kleine Fliegensau. In Grau. Schwarz. Nee. Die Spitzen machen wir mal hier. Guck schon. Hoppala. Der Ansatz. Verdächtig. Naja. Sieht das was aus? Sieht scheiße aus, oder? Sieht scheiße aus. Also gut, sieht scheiße aus. Ich denke, die Ehe zu dem Bart hier. Der sieht ein bisschen vornehmer aus. Und nicht ganz so. Bei seinem Wulzgesicht sieht man den Bart. Der sieht so komisch aus. Oder mehr sowas. Das sieht aber scheiße aus. Muss ich mal sagen. Das sieht wirklich die Scheiße aus bei dir. Oder so ein Adolf-Bärtchen. Das ist eine Scheiße, dass es unten ist und nicht oben. Ist ja auch egal. Wie sieht's denn aus mit Haare auf der Brust? Ach. Dag, dag. Ja, genau. Du mich auch. Haben wir denn nichts in Grau? Das sieht ja fürchterlich aus, ne? Hier, so King Kong-mäßig. Nee, ich mach das jetzt nicht immer. Wie wär's mit Weiß? Ach, vergiss es. Du hast doch gar keine Haare auf der Brust. Du bist doch hier so. Sogar. Ja, schwarz. Wie wär's mit Blau? Hoppala, holala. Wie wär's mit Orange? Wie wär's mit Braun? Dunkelbraun. Hellbraun. Passt. So, was haben wir denn an Make-up noch für dich? Ach nein. Wie wär's mit schwarzen Augenringen? Haben wir denn mehr? Für den Vogel hier. In Rot. In Schwarz vielleicht. Hoppala. Das sieht ja edel aus. Ein bisschen Rouge kann nicht schaden. Oh, rote Bäckchen. Natürlich. Und den rosa Lippen soll man knutschen. Geht. Wer würde da nicht schreiend davonlaufen und seine Kinder nicht dorthin bringen? Naja, jedem das seine. Und tschüss. Der Typ sieht eh aus wie der letzte Aff. Ist so. Brauchen wir uns nicht drüber streiten, das ist so. Oh, ach nee, können wir gar nicht. Wir haben ja auch kein Klo in dem Sinne. Eine einsame Schüssel haben wir hier. Wieso schlafen gehen? Sag mal, bist du irre oder so? Uah. Jetzt haben die schon so ein schönes Häuschen. Erwin muss auf die Arbeit. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Uniform anziehen, Outfit wechseln. Nicht Outfit wechseln, Outfit planen.
Würdest du dann den Ausspiel hierher bewegen, Jesus? Verschnitt. Weiße Erwin geht auf die Arbeit. Yeah. Garbage Job. Richtig, die Hose, die sieht übel aus. Okay, Badeklamotten. Hey, nein. Das sieht ja aus. Das ist der letzte Schrei, hä? Ja, der letzte Schrei. Der wirklich allerletzte Schrei. Dann ist er aufgeklatscht. Ja? Aus dem 20. Stock ist er gesprungen. Wie wär's denn mit dem Pantoffeltierchen? Ich liebe Pantoffeltierchen. Hey, wie wär's denn mit so einem Kringel hier? In rosa, natürlich. Das gefällt mir. Das lassen wir so. Nee, das speichere ich nicht. Ich bin halt verrückt. So. Wie wär's denn mit Kackbraun? Die Hose. Verschissen braun. Geometrisch abstrakt. Wie wär's mit Erdfarben? Felsen und Stein, hier so Erdfarben. Sieht aus, als hätte einer auf die Hose geschissen. Bastjo, das ging ein bisschen daneben. Statt in die Schüssel haben wir halt eben... Ist ja wurscht. Oder wie wär's mit Mauerwerk? Hier, guck mal. Das sieht aus, ey. Vielleicht in grün? Hier, sowas. Ich war früher mal Maurer, gell, auf dem Bau. Ey, war ständig besoffen. Deswegen bin ich auch dauernd runtergefallen auf mein Hirn. Das sieht doch nobel aus. Das sieht eher aus wie eine Baustelle. Das lasse ich so. Das gefällt mir. Was machen wir denn da oben? Machen wir da oben Plastik und Gummi? Sieht aus wie eine Einkaufstasche. Oder hier, überfahrener Iltis. Felsenstein, verschiedenes Favoriten. Habe ich gar keine. Siehst du mal. Verschiedenes ist auch weiß. Mauerwerk hat man gerade. Hier, guck mal, Mauerwerk. Holz. Sieht aus wie eine Holzplakatwand. Fehlt nur noch das Schild, bitte nicht plakatieren. Oder Plakate ankleben verboten. Oder treten verboten. Naja, treten darf man schon. Wie wär's mit Parkett? Wie wär's mit gestreift? Oh, ich habe eine andere Idee. Thema. Nein, geometrisch. Mal gucken, ob ich das finde. War das jetzt gestreift oder... Sowas? Das in weiß. Und das in schwarz. Nee, das sieht nicht aus wie Sträflingsklamotten. Das sieht schon eher aus wie Sträflingsklamotten. Und das ist weiß. Das sieht genauso beschissen aus. Nee, das sieht ja fürchterlichst aus. Was haben wir denn hier? Weiß. Schwarz. Habe ich denn keine gescheite Sträflingsklamotten? Schwarzer Strich, weißer Strich, passt schon, da haben wir was. Der gleiche Kack wieder, ne? Du kriegst nichts Gescheites zusammen. Alles nur hier, guck mal. Weiß, schwarz, schwarz, weiß. Oh, hier haben wir was. Und wie wär's damit? Das sieht doch mal was aus. Fehlt nur noch die Nummer drauf. Ja, doch, ja. Ja, fällt mir. Mal gucken, ob ich die Schuhe auch in dem Muster krieg. Warum die Musik eh ständig laut spielen muss, das werde ich nie begreifen.
Das sieht doch jetzt mal nobel aus. Fällt nur noch hier so eine Sträflingsnummer oder hier sowas um den Hals, hier so gangstermäßig, Colt in der Hosentasche. Naja, egal. Wie siehst du eigentlich? So. Okay, alles klar. Wie wär's denn mit nackig? Dann würde ich doch sagen, nehmen wir lieber das hier. Hoppala. Also wie wär's denn damit? Ich habe ja gesagt, ich mach sowas. Wir sind die Roboter.